Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2017 und ihr seht es schon Leute, ich kann die Partikel des Rosts sehen auf dem Traktor. Ja, wir haben PC-technisch, aufnahmetechnisch ein bisschen aufgerüstet, ich zumindest. Ich kann ja mich hier ins Gebüsch rangehen, da sollte man einen deutlichen Unterschied sehen, also ich will es nicht Crisp-Quality nennen, aber schon eine deutlich verbesserte Quality. Warte, ich kann ja mal im Aufnahmeprogramm gucken, weil das interessiert mich gerade. Das Programm kann ich ja rein theoretisch runterziehen, weil da wird ja eh nur deine Stimme aufgenommen, so unwichtig. Ja, danke. Alter, der Busch sieht ja geil aus, was denn ein Essen? König, hi! So, Tonspur wird alle aufgenommen, Bild wird auch aufgenommen, in drei verschiedenen Programmen. Ja, Leute, es läuft. Ich muss wirklich mal ein Software-Video von meinem Zeug machen. Grüße an MSI übrigens, ja. Hi! pausiert, ne? Oder liegt er mir? Okay. Nee, pausiert. Dachte schon. Ich habe ja alles abgetötet. So. Rein theoretisch, wenn ihr diese Folge seht, haben wir es geschafft, das alles nachher richtig zusammenzufügen, dass es eine Folge gibt. Ja. Alter, ich kann hier wirklich rangehen und sehe Partikel. Warte mal kurz. Ich kann ja hier mal wirklich mal live teilen. Warte, das Programm kann ich hier rein theoretisch rüberziehen. Da passiert nichts, ne? Ja, das kann ich rüberziehen. Okay, das passiert nicht. Warte kurz. Ich zieh mein Mikro hier rüber, dann, damit ihr mich da drüben auch hört. Mach mal einen Bildschirm. Hier kann ich doch rein theoretisch. So, am anderen Ende von der Villa. Ja, natürlich, die Reality-Villa. Wer kennt sie nicht? So, kann ich denn hier die Sättigung einfach so im Video hochziehen? Oder soll das gehen? Hoffentlich kackt nichts ab. Ja, es geht einfach. Scheißegal. Aber ich will nicht zu viel Sättigung. Das sieht dann unnatürlich aus. Wir bleiben mal bei plus 30% Sättigung. Das ist solide. Ich seh's ja nachher. Wir können ja pro Aufnahme immer erhöhen. Aber ich will es nicht zu sehr übertreiben, sonst sieht vielleicht ein bisschen unnatürlich aus. Wir haben jetzt, ja, wenn ich so auf meine Aufnahmebildschirm gucke, sieht das so deutlich kräftiger aus. Aber auch deutlich heller. Ich werde nicht, wie Skype finden soll. Tja. Das ist alles nicht so einfach. Ja doch, ich lasse das so. Doch, das passt schon. Das passt schon. So. Rein aus Kontrolliergründen ziehe ich das Aufnahmeprogramm auch mal hier rüber. So, die Rootness wird auch aufgenommen, finde ich gut. So, das ist ja richtig. Genug technisches Zeug, das sollte rein theoretisch funktionieren. Ja, sollte es funktioniert haben, seht ihr es dann ja jetzt. Ja, ihr habt es schon seit 3 Minuten. Was ist das für die Folge? Die Felder sind ja cool am Gedeihen und so weiter. Wir haben die Zeit ja ein bisschen chilliger eingestellt, dass das funktioniert. Der Drescher Klaus ist ja auch gleich mal, ich will ihn mal kurz starten, am Körnermais. Ich will mir mal. Ey, das wäre eigentlich eine coole Idee. Wir kaufen uns ein richtig großes Feld und machen ein Maislabyrinth. Ein Maislabyrinth? Alter, wenn man rangeht, sieht man die Kolben. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich fahr jetzt alles kaputt. Nein! Kaputt. Hä? Wieso? Wie, vor allem, wie er hier drinnen verschwindet und der Wodka hier, guck da hin. Warte. Uff, das war noch gar nicht reif. Ich dachte schon, warum ist das jetzt dunkler geworden? Ja, hast du schon verfault? Nein! Das war noch gar nicht reif. Ach so, ja, Mais wird ja komisch, wenn es erntereif ist. Stimmt. Man erntet ja nicht die schönen Kolben, die man ja zum Beispiel auf den Grill haut, sondern man erntet ja das Zeug, wenn es schon komplett am Verkacken ist. Richtig. Stimmt, ja. Leute, könnt ihr mir mal erzählen, wer isst gerne Mais? Ich sag mal, so ein gut angebratener Maiskolben vom Grill mit ein bisschen Salz drüber, das ist schon. Oh. Kannst du das nachvollziehen, gut, oder laber ich gerade Scheiße? Ich enthalte mich meiner Stimme. Magst du keinen Mais? Doch, zum Beispiel Mais. Aber ich hab noch keinen gegrillten Mais gegessen. Nicht? Musst du versuchen. Nee. Zum Mais oder Knoblauch oder Dings, sondern das schön so. Leute, wer es kennt, kann das sicher nachvollziehen. So, der Drescher Klaus ist ja am Working. Das finde ich schon sehr, 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 sehr geil. So, Mission Düngespritze hatten wir ja in der letzten, im letzten Projekt. Ja, im letzten Projekt haben wir es gestartet, ne? Das kam vor 2 Jahren. Ja, in der letzten Folge haben wir Projekt Düngespritze gestartet. Oder besser gesagt, Düngefass, etc. Dazu fehlt uns ja ein bisschen Geld. Und das Geld kriegt man dazu Verkäufe. Ja, und ja. Es zackert gerade alles. Alter, wir sind ja richtig geile Babos. Können wir jetzt gerade so am Abgehen, was preistechnisch angeht, ne? Also, richtig gesät. Alter, es geht gerade richtig steil, gerade können wir ne? Ja, und zwar bei der Denton Bakery. Das ist nicht mal weit weg. Mal nicht beim scheiß Bahnhof. Der Bahnhof ist richtig gerade im Keller. Also, die haben keine Einkäufe mehr, weil da fährt niemand hin. Können wir richtig am Abgehen. Dann können wir dann nachher verkaufen, wenn der Drescherklasse fertig ist. Aber das werden wir wahrscheinlich bei Roots-Folge erst machen, denn ist es. Wird jetzt an jedem Feld gearbeitet?
Da drüben wird gesät. Ja. Wird drüben gesät? Also, könnte dingen da drüben, oder flext schon. Es wächst, glaube ich, schon. Ne? Alter! Oh! Alter, jetzt habe ich... Alter, ich habe Texturen beim Grubben. Wie geil ist das denn? Das hatte ich vorher nicht. Ach nein, wir reden jetzt nicht wieder über technisches Zeug. Wenn ihr da ein extra Video haben wollt, schreibt es in die Kommentare. So, so, wo wird ein... Hä? Sitzt du gerade in irgendeinem Trecker? Ja, im Wodka. Im Wodka, der sät gerade Körnermais, ne? Ja. Okay, weil der Grubber-Dings ist auch schon fertig. Haben wir noch einen Traktor frei, der rein theoretisch, hier strömt schon Sojabohnen aus anpflanzen können? Dann haben wir schon zwei Sachen, die gepflanzt werden. Da müssen wir nicht auf den anderen Wodka warten. Ja, wir können doch eh den mit dem Hänger nehmen. Wir brauchen den doch gerade eh nicht, oder? Nö, der Hänger technisch ist alles okay. Ja, passt eigentlich. Okay, dann hole ich den Hängertyp nochmal. Dann kann der mal mit dem kann man mal Sojabohnen wieder pflanzen, weil Sojabohnen ist irgendwie unser Stammhirsch hier geworden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also abkoppeln. Beide Hänger abkoppeln, nicht eine. So. Fresher Klaus macht Konfetti, sehe ich gerade. Wo ist denn da vorne? Warte mal, ach, das ist vorne. Ist das vorne? Ja. Das ist nur blöd, dass der komplette Baum vor der Sämaschine liegt. Das ist eben jetzt auch ein Projekt, warum wir gleich wieder wo irgendwo hinfahren. Da ziehen wir dann. Die Cliffhanger sind so gemein. Ja, ne? Ja, wir sind so böse, ne? So, was hast du jetzt schon vor? Ich werde die Sojabohnen anfangen zu pflanzen. Oder besser gesagt, meinen Traktor in die Wand setzen. Sojabohnen, aber ich habe vom Wodka pflanzt doch schon Körnermais. Ach so? Ja. Wird beim drüberen Feld schon was gepflanzt oder wird er noch gegrubbt oder gepflügt? Drüben wird noch Das ist alles schon gepflanzt. Das ist alles schon gepflanzt? Der Wodka ist schnell. Der Wodka ist echt am Abgehen. Der Wodka ist OP. So, Projekt Düngespritze. Warte mal. Dann gehe ich immer wieder zu dem Dulli hier. Nein, den brauche ich gar nicht. Ich brauche das Bienchen. Oder das Bienchen. Hier ist das Bienchen. Denn das Bienchen hat ja hier die schöne Ballengabel, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Das haben wir in der Root-Folge gesehen, dass wir die ganzen Kornis hier schon abgeladen haben. Deswegen kann ich das einfach mal abkoppeln. Wie kann man abkoppeln? So. So, jetzt haben wir den Bienchenaufsatz mal weggetan. Und dann wollen wir mal zurück zu unserem lieben Shop, um das nächste Teil zu holen. Denn wir haben noch ein paar andere Gadgets, will ich es mal nennen, da liegen. Die wir brauchen. Ja. Denn wir haben hier ein paar Bäume und wir dachten uns, also Bäume, die rumliegen, die irgendwer gefällt hat, Leute, die ich nicht kenne. Nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Also, Conny, weißt du's? Hast du dich auf den Server eingeloggt, einfach so? Nein. Nein, doch. Oh. denn wir wollen jetzt einfach mal die Palettengabel holen, mal gucken, ob wir die Bäume damit wegkriegen. Ich weiß natürlich, dass wir sie nicht in Paletten wegkriegen, aber wir können es mal mit der Kettensäge ein bisschen klein schneiden. Das dachte ich so, werfen wir einfach mal zwischen den ganzen Ernteprozessen hier rein, um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern, ein bisschen Vielfalt hier reinzubringen. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Da liegt ja auch ein Baum. Liegen ein paar Bäume. Da liegen Bäume rum. Ich weiß es nicht. Ob man Bäume setzen kann? Pappeln, ja. Kann man auch so Bäume setzen? Man kann Bäume kaufen. Warte, kann man, oder? Ich glaube, es gibt setzbare Bäume. Da bin ich jetzt überfragt. Bist du schon unterwegs? Ja, ich gucke im Shop. Ja, es gibt Birke, Ahorn, Eiche. Ach so? Und der Baum 7000. Macht das. 7000 kostet ein Baum? Macht das! Ja, man kriegt einen komplett fertigen Baum, den man reinpflanzen kann. Eine komplette Eiche kriegt man da. Ach so. Krass. Kriegt man noch Setzlinge? Es gibt auch Mehrzweckgebäude, ne? Oder eine Hütte. Oder ein erhöhter Schuppen. Oder ein kleinen Schuppen. Oder eine Überdachung. Oder eine Picknickhütte. Oder ein Windkraftwerk. Oder eine Solaranlage. Ein Treibhaus für Salat! Oh, ein Treibhaus für Tomaten! Oh, ein Bienenhaus. Auf ein Bienenhaus hätte ich wirklich Bock, ne? Ja, das hast du schon in Folge 2, 3, 4, 5 oder so. Das Lustige ist auch, das Bienenhaus, das stellt man einfach hin, das arbeitet. Das kostet 8 Euro am Tag und produziert 16 Euro in der Stunde. Wie? Das ist geil eigentlich. Oder beispielsweise so ein Treibhaus für Tomaten kostet 10 Euro am Tag und produziert 60 in der Stunde. Aha. Die Anschaffung ist halt meistens ein bisschen teuer. Also ein Fahrzeughalle hätte ich schon ganz gern. So eine richtig große. Garage. Ja. Firmengarage. So eine richtig fette, so eine unterirdische. Es gibt ein Heulager. Wie geil ist das denn? So eine Spätzlemaschine bräuchte man rein theoretisch. So ein Hackschnitzelmaschine. Jede Menge geilen Scheiß. Oder ein Heizkraftwerk. Och du Scheiße, was gibt's da? Es gibt Heizkraftwerk. Ja. Das gucken wir später. Wir können uns noch eine Werkstatt kaufen, da können wir dann Autos tunen. Das Teil, alles was wir haben, könnten wir modifizieren, dann müssen wir nicht zum Tuning-Shop fahren. Stoppschild, fahren wir nieder, sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Habe ich denn bei dem Aufnahmeprogramm auch irgendwo die Zeit? Ach, scheiße. Steht das denn irgendwo?
Ja, steht tatsächlich. Geil! So sieht es ja sogar Backsafe-Aufnahme automatisch. Dann bedeutet, wenn ich jetzt rein theoretisch nicht aufnehme und es passiert irgendwas Geiles, dann habe ich das trotzdem aufgenommen, wenn ich das speichere. Ich habe 15 Minuten immer Backsafe. Geil. Oh. Ich laber gerne über Technik, aber das gehört hier nicht rein. Mann! Ja, wie das so ist. Und ich sehe gerade, die Sättigung ist zwar krass, aber das Bild ist gerade ziemlich hell. Vielleicht sollte ich den Kontrast noch ein bisschen höher stellen, dass es wieder dunkler wird. Nein, das mache ich nicht. Nein! Nicht jetzt! Doch, warte mal kurz. Das muss sein. Warte kurz. Den Kontrast dann noch anpassen. Ist ein bisschen höher? Ich bin höher, knapp jetzt heller. Das ist scheiße. Vielleicht die Helligkeit ein bisschen dunkler stellen. Das ist jetzt aber schon sehr krass dunkel. Das ist schon hart. So minus 6. Ja, das sieht schon sehr rough aus. Ne, komm, wir bleiben bei minus 10. Bisschen dunkler und die Sättigung knallt mal hoch und Kontrast bleibt so. Und Farbton bleibt auch. Ich will kein grünes Bild. So, jetzt sieht es natürlich aus, weil es ein bisschen dunkler ist. Das Lustige ist, jetzt habe ich in etwa die gleichen Schattenwerte, aber ein knalligeres Bild. Bisschen. Also, es fällt einem nicht auf, wenn man das Let's Play nachher sieht, aber wenn man beide Videos jetzt gerade nebeneinander halten würde, würde es auffallen. Okay. Ja, würde auffallen. Du, das Bindchen ist schon sehr gelb, sagen wir so. So, das Bindchen ist auch wunderbar schnell, sehe ich gerade. Ich habe gerade das andere Programm klein gemacht. Ist das ein Fehler gewesen? Warte mal kurz. Nee, nimmt weiter auf. Ach, die Technik, das ist ja schön. Das Programm sollte ich nicht aufs andere Programm ziehen, weil sich die Zeit nicht mehr so passt. Ja, passt. Sollte funktionieren. Also, wenn ihr die Folge jetzt seht, hat es funktioniert. Nee, gut. Ja, so, wieso? Jetzt reden wir nicht über die Technik, jetzt reden wir über das Game. Über dein Bindchen. Ruth, was machst du gerade? Was läuft? Was läuft zu Hause? Ach ja, läuft. Warm. Es ist warm. Ach so, es ist warm. Nee, mein PC kühlt. Ach scheiße, wieder Technik. Ich muss natürlich wirklich ein Video machen. Ich werde auch nicht arbeiten. Ah, das ist ein Thumbnail gerade. Alter, geil. Ist dir schon aufgefallen, wenn du an irgendwas Sauberem rangehst, wie das Bienchen, das ist ja noch ziemlich sauber, dass du dann Spiegelungen drin hast? Ja. Alter. What the fuck? Also immer schön waschen, Leute. Da könnt ihr auch spiegeln im Auto oder im Gefährt. Wer geht sich nicht auf den Bauernhof und schminkt sich vom Traktor? Ob das die Bauernmädels machen? Also wenn wir Bauernmädels in den Kommentaren haben, schreibt es in die Kommentare und schreibt mir auf Twitter. Danke. Auch gerne Instagram. Ich bin für alle offen. Oh. Schön. Du bist schon da? Ja. Was wäre denn das Schlauste, was wir mitnehmen? Rein theoretisch dieses Aufhebding. Dieses graue Greifarm-Ding wäre geil, oder? Das hier. Ja. Ja. Oder? Genau. Oder die Palettengabel. Die Palettengabel funktioniert ja nicht. Ich glaube das Greifarm-Ding, ne? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Alter. Kannst du es denn auch irgendwie benutzen? Ich kann es hoch und runter machen. Du musst bestimmt einen Anbau wechseln, wenn du das machst. Au! Nom, 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 nom. Ich mag das. Ja. Fein, fein, fein. Funktioniert halt nicht, ne? Ach so, recht das Ding. Scheiße. So, würde ich sagen, fahren wir nach Hause, oder? Ja. Wir haben noch so viele andere Sachen, wir haben noch vier andere Sachen, die hier sind. Oh Mann. Können sich noch. Wir hätten die Anhänger mitnehmen können, ne? Rein theoretisch. Ja, ach, stimmt. Ob das funktioniert hätte? Nicht. Wie hätten wir das wieder rausbekommen danach? Ja, auskippen. Das kriegt man noch nie mehr raus. So. War eine Lacke. Mhm. Warum fahre ich dir eigentlich nach? Ich glaube, du fährst gerade falsch. Nein, jetzt fahrst du gleich wieder richtig. Nee, so sehen wir ein bisschen mehr von der Map, ist doch schön. Und jetzt, wo ich meine Grafikzeugs hier auf die Kette habe, dann passt das auch. Das Lustige ist, ich habe hier drei Sachen, die ich nachher zusammenfügen muss. Ja. Du musst mich erinnern, dass ich das nach der Aufnahme hier alles einspeichere, unter 1 beispielsweise. Das
das nachher richtig zusammenfüge. Ruth labert die ganze Zeit und ich reagiere nicht drauf, weil wir kurz etwas anderes labern. Würde passen. Und wie war dein Tag, Ruth? Leberwurstbrot. Was machst du so? Schicken. Ich werd dann geil. Viel Spaß beim Zusammenspiel. Ja, danke dir. Ich weiß gar nicht, woran. Okay, lass mal den Technik-Talk. Ich mag das. Videoqualität ist lustig. Leute, vergesst nie die Qualität. Niemals Quantität über Qualität stehen. Das ist wichtig. Ne? Qualität ist ja wichtig. Das ist das, was auf YouTube groß geschrieben werden sollte. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier für ein Denkmal? Eine Statue von mir. Das bist du, Ruth? Ungesehen sage ich jetzt einfach mal ja. Du bist ja wohl äußerst fragil, sag ich dir gleich. Hast dich gut gehalten in deinen Jahren. Am Model. Natürlich. Ruth ist Mr. Universe. Ne? Schreib den Titel, Mr. Universe. Featuring Mr. Universe. Ob man Holz verkaufen kann? Ja, dafür bist du aber zum Sägewerk. Lustig ist, wir müssen dann mit dem Bienchen zum Sägewerk. Viel Spaß. Warte, ich guck mal auf die Karte, wo ist denn das Sägewerk? Vielleicht auf der anderen Seite der Map. So, Karte. Wo ist denn das Sägewerk? Gute Frage. Gute Frage. Gibt's hier ein Sägewerk? Das sind die Felder. Marble Field Meal. Right. Spinnerei. Biogas Plants. Kann man auch Bäume verkaufen? Stimmt. Hühnerstall. Das Guide bestimmt. Schöne Viehhändler. Schafweide, Kuhweide, Shop. Gibt hier nichts anderes. Wir könnten es nur zum Wärmegas-Zeugs bringen. Wärmegas-Zeugs? Zu Bioplamp. Wo ist denn das? Das ist ja gar nicht mal weg. Das ist oben beim Schweinestall. Achso. Oder besser gesagt, einmal über die Straße vom Schweinestall. Mhm. Ist eigentlich schon mal ganz geil, eigentlich, wenn man so nimmt. Ne? Könnte man rein theoretisch machen. Okay. Mhm. Geil. So, ich fahr trotzdem mal weiter. Lass uns hier saufen und vergisst voll die Timer mit ihrem Labern. Ich bin schon über 18 Minuten. Leute, ich würde sagen, während ich hier noch nach Hause schippere mit unserem schönen Bietchen hier, kriegt wahrscheinlich wieder Root in der nächsten Folge die Action ab und mit den Baumstämmen hier, sehe ich gerade. Also nächste Folge gibt es dann ein bisschen Action mit Root. Bei mir ist nur das langweilige Hin- und Her-Schippern, Leute. Bei mir braucht ihr gar nicht mehr einschalten. Ciao. Nee, Spaß. Nein! So, dann würde ich sagen, wir bedanken uns wieder mal fürs Zugucken und für euer kräftiges Mittun in den Kommentaren. Immer weiter Kommentare schreiben, das ist das, was am meisten motiviert, Leute. Genau. Ich find's auch lustig. Seitdem Leute bei uns disliken, liken auch Leute bei uns. Ich finde den Zusammenhalt der Community geil. Ich finde das schön. Das Lustige ist auch, Leute, ihr seht das ja, dass wir manchmal Dislikes und so haben. Wir haben durchgehend mehr Likes. Durchgehend. Ich finde das so witzig. Wenn keiner disliked, liked auch keiner. Also bitte, Leute, disliked auch. Also Leute, fühle dich da nicht irgendwie bedrängt oder so. Auch Hater sind Freunde. Die zeigen ihre Liebe halt anders. Das müssen wir akzeptieren. Das sind auch nur Menschen. Also meine lieben Hater da draußen. Ich hab dich lieb, mein kleiner Freund. Oh, komm in meine Arme. Lass dich du. Piep! So, Leute, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge vom Landwirtschaft 2017. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. So, Leute, Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ciao!